Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir jetzt extra mal die Haare gemacht, weil die letzten Male ist es ja öfter mal passiert, dass meine Haare sonst wo waren. Und deswegen heute ein bisschen schöner gemacht für euch. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern es geht um das Thema, wie ihr abnehmen könnt, ohne Sport zu machen und ohne Kalorien zu zählen. Viel Spaß dabei. Ja, draußen geht die Sonne unter und wir sind jetzt hier drin und ich erzähle euch ein bisschen was, wie ihr das Ganze anstellen könnt. In Wirklichkeit ist das Ganze nämlich gar nicht so kompliziert, wie immer so viele denken. Das ist jetzt ein sehr spontanes Video, deswegen entschuldigt ein bisschen das Setup und die Unordnung, aber ich wollte das unbedingt noch mit euch teilen, weil genau so habe ich jetzt meine letzte Diät gemacht und ich blende euch mal ein Foto von heute ein. Das habe ich gerade eben geschossen und die Diät läuft super gut. Ich habe insgesamt 12 Kilo abgenommen, seitdem die Fitnessstudios bei uns hier in NRW wieder offen sind. Und ich habe kein einziges Mal meine Kalorien getrackt. Genauso habe ich kein einziges Mal Hunger gehabt oder sonst irgendwie Stress gehabt, wie in anderen Diäten. Und da wollte ich gerne mein Geheimnis mit euch teilen. Aber erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal, wenn du neu bist. Lass mir gerne ein Abo da. Ich bringe jede Woche neue Videos zum Thema Mindset, Nutrition und Fitness und natürlich auch, was sonst mal so hin und wieder in meinem Leben passiert. Und ja, das Geheimnis ist letztendlich einfach, 10.000 Schritte am Tag zu machen. Die einen oder anderen haben vielleicht in Vlogs gesehen von mir, ich bin öfter mal zu Fuß ins Gym gegangen und das ist eigentlich das Allereinfachste, was du machen kannst, um mehr Aktivität in dein Leben zu bringen und um einfach abzunehmen, um mehr sich zu bewegen. Wenn du überlegst, 10.000 Schritte verbrennen ungefähr, wenn du nicht gerade so einen Larifari-Gang machst, 500 Kalorien. Das rechnest du jetzt mal 7. Rechne mal kurz aus, 3.500 Kalorien hast du dann in der Woche mehr verbrannt. 1 Kilogramm Fett verbrennst du, wenn du 7000 Kalorien verbrannt hast. Das circa, ja, das war jedem ein bisschen anders. Aber jetzt kannst du halt überlegen, dann hast du in 2 Wochen, hast du 1 Kilogramm Fett abgenommen, ohne dass du irgendwelche anderen Umstände in deinem Leben verändert hast. Natürlich funktioniert das Ganze nur, wenn du nicht übermäßig viel gegessen hast vorher, ja, aber sagen wir mal, du hältst die ganze Zeit dein Gewicht und nimmst nicht zu und nimmst nicht ab. Und du erhöhst dann deine Aktivität einfach nur durch 10.000 Schritte. Ihr könnt das mit einer Fitbit machen oder jeder, der ein iPhone hat, der hat da drauf eine App, die heißt, Moment, lass mich mal kurz checken, Health oder sowas heißt die. Genau. Und mit dieser App kannst du ganz einfach deine Schritte tracken. Also die zählt das sowieso die ganze Zeit mit und das ist, glaube ich, nicht ganz so genau wie eine Fitbit und die sind ja eh nicht super, super exakt, aber das ist so ein kleiner Richtwert, an dem du dich halten kannst. Und wenn du also ganz entspannt 10.000 Schritte am Tag machst und das kriegst du leicht hin, wenn du ein bisschen deine Gewohnheiten umstellst und einfach mal die eine oder andere Strecke zu Fuß gehst, auch auf der Arbeit öfter mal aufstehst, dich ein bisschen bewegst, eine extra Runde spazieren gehst, das ist nicht viel Arbeit und das kriegt jeder hin und es ist angenehmer als eine Stunde Cardio machen. Was ich mache, ich packe mir ein Hörbuch oder eine Podcast in die Ohren und ziehe einfach durch, gehe ein bisschen spazieren im Wald oder so. Das ist sogar ganz angenehm und entspannt. Das heißt, du hast auch noch so ein bisschen was für dein Gemüt getan und verbrennst Kalorien. Und genau mit dieser Methode habe ich jetzt 12 Kilo abgenommen. Ich habe nicht meine Ernährung geändert, ich habe mein Training nicht geändert. Ich habe einfach nur geguckt, dass ich ein bisschen mehr Schritte mache und mich allgemein mehr bewege. Wenn ich einmal nach Bergisch Gladbach ins Gym gelaufen bin, dann und zurück hatte ich die 10.000 Schritte voll. Und das ist ungefähr ein Fußweg von 45 Minuten hin und zurück gerechnet. Und es ist nicht viel Stress und das kann jeder von euch machen. Egal, was du jetzt für Einschränkungen hast, gut, wenn du jetzt super, super krank bist, kannst du es natürlich nicht.
aber sonst kann jeder diese Methode anwenden und ganz einfach mehr Kalorien verbrennen und seinem Ziel näher kommen. Das ist natürlich jetzt nicht etwas für jemanden, der jetzt schnell viel abnehmen möchte. Das funktioniert damit nicht. Aber du kannst damit ganz entspannt Kalorien verbrennen, ohne viel umzustellen, ohne viel zu verändern, ohne auf irgendwas zu verzichten. Und diesen Tipp wollte ich nur gerne mit dir teilen, dir das mal so ungefähr vorrechnen. Also wenn du dein Ziel langfristig planst, ungefähr einen halben Kilogramm Fett pro Woche verlieren möchtest, mach genau das. Geh 10.000 Schritte am Tag und du kommst deinem Ziel näher. Was gibt es Neues? Eigentlich nicht so viel. Ich mache immer noch weiter Diät, weil ich noch nicht ganz am Ziel bin. Sonst habe ich jetzt hier so eine Tafel. Die hatte ich schon mal. Also die ist von Steve und mir. Steve kennt ihr vielleicht aus alten Videos. Und die ist richtig fett, richtig groß. Das war ein richtiger Akt, die in meinem Auto zu transportieren. Und die kommt sehr wahrscheinlich an diese Wand dort dran. Und mit dieser Tafel können wir dann einfach mal so ein bisschen mehr Richtung, ja fast schon Seminare, Trainingslehre, Unterricht und so. Damit können wir so etwas machen und dafür ist die da, aber auch so für mich persönlich, um wieder an mir mehr zu arbeiten. Ich möchte mehr an meinen Zielen arbeiten und möchte mir, ja wie soll ich sagen, mich selbst etwas neu erfinden sozusagen. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen in den ein oder anderen Videos im Moment, ich bin so ein bisschen, wie soll ich sagen, in einer Phase, wo ich gerade mich selbst wieder ein bisschen neu finde. Und das ist eigentlich eine coole Sache, weil stehen bleiben ist ja so ähnlich wie sterben, ne? Deswegen Stillstand kommt nicht in Frage. Und ihr wächst natürlich mit mir durch diese Phase auf diesem Kanal und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Übrigens, vielen lieben Dank für diese tollen Kommentare auf den letzten Videos. Besonders die auch auf Facebook, mit denen ich längere Konversationen fast schon hatte. Sehr, sehr cool. Und an alle, die meine Videos immer schauen, nicht abonniert haben. 85% meiner Zuschauer haben nicht abonniert. Da hätten wir die 1000 ja schon lange geknackt. Lasst mir doch bitte mal ein Abo da, dass wir bis Ende des Jahres die 1000 Abos knacken. Das wäre mir eine Riesenfreude. Und ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Wenn ihr das Video anschaut, ist ja schon wieder Dienstag. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.